Burger Hermann Schlossgut Bruneck, geboren 1942 in Menziken, Bürger von Burg im Kanton Aargau, studiert Architektur, dann Germanistik, Kunstgeschichte an der Universität Zürich, ist Dr. Phil, Dozent und Feuilleton-Redaktor, verschiedene Preise. Von seinen Titeln bisher Rauchsignale, Borg, Diabelli, Kirchberger Idyllen, Die künstliche Mutter, Ein Mann aus Wörtern, Blankenburg, Die allmähliche Verfertigung der Idee beim Schreiben. Soweit die Angaben über unseren Studiogast Hermann Burger. Haben Sie sich erkannt? Ja, durchaus. Wobei also eine Korrektur anzubringen ist, Feuilleton-Redaktor beim Aargauer Tagblatt stimmt leider nicht mehr. Das waren 17 Jahre meiner Tätigkeit dort. Und dann klingt es ein bisschen wie ein Steckbrief. Ist aber doch nicht ganz so schlimm wie die Karteikärtchen in den Bibliotheken, wo in Klammern das Todesjahr ausgespart wird. Hermann Burger, Sie sind ja nicht wegen dieses Steckbriefes hierher gekommen, sondern weil Sie zwei Bücher jetzt gleich auf den Markt gebracht haben, neu geschrieben haben. Das eine ist eine Erzählung, Der Schuss auf die Kanzel, und das andere ist eine Abhandlung über den Selbstmord, ein Tractatus Logico Suicidalis. Warum sind diese Bücher jetzt zusammen erschienen? Haben Sie sie gleichzeitig geschrieben oder ist das ein Zufall? Das ist eigentlich ein Zufall. Beide Texte sind im letzten Jahr entstanden. Zuerst Der Schuss auf die Kanzel. Es geht kurz gesagt darum, dass der Hilfstotengräber den Pfarrer von der Kanzel abschießt. Das ist ja leicht schwarz 6 anzuvisieren im Talar. Weil er durch seine Intrigen dafür gesorgt hat, dass der Verfasser von Schilden, Peter Stirner, letztlich aus Verzweiflung sich das Leben genommen hat. Dann kam die Beschäftigung mit dem Traktat, das war eine ganz anders geartete Arbeit, fast eine wissenschaftliche Arbeit. Sie haben ja gesehen, dass ich viele Autoren, viel Material auch zitiere. Ich wollte, Brecht sagt einmal, wenn die Welt untergeht, möchte ich noch dabei sein, um dieses Erlebnis schildern zu können. Und ich wollte dieses Gefühl in der engsten Kammer der Ausweglosigkeit einmal fundamental durchdenken. Und das dann die für mich selber überraschende Aphorismen, Theoremen, Paragraphenform entstanden. Sie haben für beide Bücher einen Titel variiert, den es schon gibt. Der Schuss auf die Kanzel von C.F. Meyer. Der Schuss von der Kanzel von C.F. Meyer, ja, heißt jetzt bei Ihnen Der Schuss auf die Kanzel. Ja. Und der Tractatus Logico Philosophicus von Wittgenstein, ja, heißt bei Ihnen Tractatus Logico Suicidalis. Warum denn? Warum diese Wahl der Titel? Es sind beides, was Sie genannt haben, Werke, die ich als Germanist und als Leser sehr verehre. Besonders den Traktat von Wittgenstein. Und es ist ja immer, man ist ja immer ein bisschen in Versuchung, mit dem Titel auch einen Blickfang zu erzeugen. Und ich glaube, gerade der Schuss auf die Kanzel ist einfach so prägnant, dass es nichts Besseres gibt. Mhm. Und Sie haben aber gesehen, dass das war verlegerischer Eingriff, das Fremdwort, der Fremdworttitel Tractatus noch erklärt wird über die Selbsttötung. Mhm. Aber damit ist einfach auch angedeutet, woran sich die Form anlehnt, woran sie geschult ist. Mhm. Hermann Burger, wir lassen jetzt den Schuss auf die Kanzel und bleiben bei diesem Tractatus, bei dieser Abhandlung über die Selbsttötung. Die besteht wiederum aus zwei Teilen. Ein typischer Burger als Einleitung, der über die Umstände der Entstehung und der Auffindung dieses Tractatus, ja, berichtet. Und dann der eigentliche Traktat. Ja. Das eigentliche Traktat, das sind über 1000 Sätze, ja, Gedanken zum Thema Selbstmord. Waren Sie in der gleichen Geistesverfassung, als Sie diesen einen Satz, der sich über Seiten zieht, der einleitet, geschrieben haben und dann diese klaren, fast wissenschaftlichen Texte zum Thema selber? Nein, während ich den wissenschaftlichen, gewissermaßen den gedanklichen Apparat konstruierte, ging es mir seelisch noch schlechter. Das heißt, ich suchte eine Form, die mir größtmögliche Distanz gab. Ich wollte nicht wärterhaft plärren über dieses Thema. Als ich dann die Vorwortgeschichte schrieb, war ich aus dieser ganzen Sackgasse raus und konnte mich mit noch größerem Abstand eigentlich freuen darüber, dass ich diese Kurve gekratzt hatte. Ja. Selbstmord als Lösung von zwei Möglichkeiten, nämlich als Ausweg aus der Misere, aus der Depression, oder aber, und das ist eigentlich noch fast interessanter, Selbstmord als revolutionärer Akt, nämlich als Auflehnung gegen das Sterben. Das sind, ja, so diese zwei Gedanken, die da drin sind. Ja. Warum
ein revolutionärer Akt. Warum sich gegen das Sterben durch das Sterben auflösen, auflehnen, das macht doch gar keinen Sinn. Herr Claire, mich beschäftigt eine existenzielle Grundtatsache, dass wir zu den beiden Fixpunkten unserer Existenz, zur Geburt und zum Tod, nichts zu sagen und nichts beizutragen haben. Und der Selbstmörder ist einer, der, wie Amery sagt, wenn das Haus fertig ist, stürzt es eh ein, der diesen Einsturz vorwegnimmt, der wenigstens im Todesgeschehen seine Handschrift verleihen will. Er erlebt ja einen dreifachen Tod. Er mordet, er wird ermordet und er stirbt. Das ist von mir aus gesehen revolutionär. Das ist ein Gedanke, den auch E.M. Cioran ausgedrückt hat. Sterben ist ein Échec ultime. Sterben ist eine Katastrophe. Sie haben mal gesagt, Sterben ist immer ein Skandal. Das ist auch ein Satz, den es von genau, Ihnen gibt. Genau, aus dem Orchesterdiener. Das ist ja nicht irgendein Selbstmord, um den es hier geht. Das wird ganz deutlich gemacht. Es ist der mögliche Selbstmord des Hermann Burger. Sie haben es schon angedeutet. Er wird vermutlich in der nächsten Zeit nicht stattfinden. War das also Therapie? Schreiben als Therapie hier? Unbedingt. Ich setze mich dagegen, Adolf Muschk, der diese Therapiemöglichkeit verneint in seinem Buch Literatur als Therapie. Schauen Sie, was der Arzt sagt im Vorwort, jemand, der sich so intensiv und ausgiebig und differenziert mit dem Thema beschäftigt hat, wird sich selber nicht mehr umbringen. Das gilt im therapeutischen Sinne für mich. Nicht? Und dann denken Sie immer wieder daran, die wissenschaftliche verallgemeinernde Form ist ein Diskurs. Mhm. Und ein Diskurs ist ja kein Lippenbekenntnis. Nicht? Das sind zwei ganz verschiedene literarische Formen. Sie haben diese Abhandlung über den Selbstmord in eine Art Wissenschaftlichkeit verpackt. Das Wort logisch kommt ja auch vor im Titel. Also das Ganze wird irgendwo als ausweglos dargestellt, so empfinde ich es wenigstens. Könnten Sie da nicht auch eine große Verantwortung eingegangen sein? Sie haben selber von Werther gesprochen, dass dieses Buch auch überzeugend wirken könnte, dass sich einige Leute tatsächlich umbringen würden. Das glaube ich nicht. Das habe ich sogar in einem Theorem habe ich das eigentlich abgelehnt, indem ich sagte, der Traktatus ist so glasklar konstruiert, dass man ihm nicht nachzusterben braucht. Schauen Sie, die Werther-Epidemie war eine Epidemie des Sturm und Drangs. Junge Menschen, enttäuscht in der Liebe, wollten diese Rolle imitieren. Da haben sie keine Rolle, die sie imitieren können. Sie haben nur knochentrockene aphoristische Sätze. Sie können sich nicht in einen Selbstmörderburger hineinversetzen, weil es ihn nicht gibt. Der Schriftsteller Hermann Burger ist ein eigenwilliger Monolith in der Schweizer Literaturgeschichte. Der Autor des bekannten Romans Schilten zählt nicht nur zu den Virtuosen, sondern auch zu den verlorenen Autoren unseres Landes. Burger, der Mann aus dem Aargau, war mit großer Lust Wortakrobat und Metaphoriker. Doch Burger litt an der Welt und an sich selbst. Seine exzentrischen Figuren und literarischen Krankheitsgeschichten werfen Schatten auf die eigene Sonderexistenz. Wir erinnern heute an Hermann Burger, der sich vor 25 Jahren für den Freitod entschieden hat. Juri Steiner hat dazu eingeladen den Schriftsteller Dieter Bachmann, er war mit Burger befreundet, und den Germanisten Simon Zumsteeg, den Herausgeber von Hermann Burgers Werken. Herr Zumsteeg, seit Teenager-Tagen im Aargau beschäftigen Sie sich mit Hermann Burger. Warum ein Leben mit Burger? Weil er mich vom ersten Moment an fasziniert hat. Natürlich war ich, als ich das in der Kantonsschule zum ersten Mal gelesen habe, etwas irritiert, aber dann doch eigentlich ziemlich schnell gefangen von diesem Witz, der da auch drin steckt. Dieser Aberwitz in seinem ersten Roman Schilten, das war meine Einstiegslektüre und seither hat mich das nicht mehr losgelassen. Herr Bachmann, Sie haben Burger gut gekannt. Konnte man Burger kennen? Nein, erstens können Sie ja nie jemanden kennen in der Tiefe der Tiefe. Und Burger, der ein Mann vieler Masken und Rollen und ein Zauberer war und ein Illusionskünstler, niemand konnte ihn wirklich kennen, um das vorauszunehmen, sonst hätte man vielleicht ja auch sein Ende verhindern können oder
anders. Man hätte mir anders mit ihm umgehen müssen damals. Nein, das würde ich nicht sagen, aber man kannte sich eben gut damals. Ich bin ja ungefähr Generationsgenosse, zwei Jährchen damals älter. Und wir haben viel Zeit zusammengebracht, als ich eine bestimmte Auszeit sozusagen, bestimmte Jahre im Aargau verbrachte, haben uns viel gesehen. Und so habe ich an seinen Kreationen, seinen Plänen, seinen Schwierigkeiten, seinen Katastrophen auch ein wenig teilnehmen können und er umgekehrt natürlich auch an den meinen. Burger war ein hochgebildeter und auch ein sehr verspielter Autor, aber er war kein lieber Mensch. Und dass er auch ein Störenfried war, das kam beim ersten großen Roman, den Sie schon erwähnt haben, Schilten, deutlich zutage. Nach dem Erscheinen des Buches 1977 haben sich die Bürger von Schildwald im Kanton Aargau wirklich aufgeregt über das, was sie, wie sie beschrieben wurden, und waren wirklich not amused. Wir haben einen Einspieler aus dieser Zeit. Da hat ein paar Kapitel drin in diesem Buch, wo nach unserer Auffassung so gar nicht geschrieben werden dürfen. Wie zum Beispiel von dem Maskenbau, wo wir genau wissen, dass die Beschreibung auf Schlierbach, auf Wetzwil passt. Das ist ein ganz missliches Kapitel, das er in diesem Buch drin hat. Ich habe das Buch gelesen und ich habe festgestellt, dass der Ort der Handlung eindeutig Schildwald ist. Es sind Ortsbezeichnungen wie Rehag und der Wald hier, wo Schildwald heisst, ist so bezeichnet, sind auch andere typische Bezeichnungen da, dass man muss annehmen, es ist von hier. Und in diesem Roman ist die Ortschaft und die Leute sind nach meiner Ansicht so richtig nach Strich und Faden durch den Dreck gezogen worden. Ich darf vielleicht auch sagen, warum. Es steht drin von Vertrackten, von Hinterwäldlern, von Möstlern, das heisst also Süffeln. Und das ist nach unserer Ansicht einfach zu viel. Es ist in dem Roman alles nur Negatives geschrieben über die Bevölkerung von hier. Es ist zum Beispiel noch ein ganz krasser Fall drin, was heisst, die Stockschildener tun in diesen Wirtschaften aus dem Luzernischen herumsaufen und herumhuren. Ich meine, wenn man über ein Völkli, wo sich weiter nichts schulden hätte kommen, so schreibt, das finden wir einfach zu viel. Sie sehen, die Empörung oder die Aufregung war echt authentisch. Warum aber geht es in diesem Roman Schilten? Es geht um einen Lehrer in eben dieser aargauischen Provinz, das Schilten heißt, und eben nicht Schildwald, aber gewisse Ähnlichkeiten mit diesem Schildwald aufweist. Und dieser Lehrer wird durch den Umstand, dass in diesem Schulhaus, wenn eine Abdankung stattfindet, die Turnhalle geräumt werden muss, damit eben dort diese Abdankung stattfinden kann, auf ein Gleis gebracht, das ihn sukzessive in ein Warnsystem hineinzieht, in dem er eigentlich versucht, diesen Umstand, dass die Schüler mit diesem Tod konfrontiert werden, so zu werten, dass das dann eine richtige Erziehung zum Tode wird, die er da mit seinen Schülern durchzieht. Und er nennt das dann auch, er ersetzt die Heimatkunde mit Todeskunde. Und es gibt ganz viele so witzige und immer aberwitzige Exerzitien, die er mit seinen Schülern durchführt. Fiktion, Realität ist immer in der Literatur ein Spannungsverhältnis. Wie war das wirklich bei Burger? Ja, das müsste man diesen inzwischen auch älter gewordenen Herren in Schildwald eigentlich sagen, dass sie sich unnütz geärgert und aufgeregt haben. Unnütz in dem Sinne, als Sie haben das schon angedeutet, Simon Sustek, als das ein hochartistisches Gebilde ist, dieser Roman, ein Sprachgebilde, ein abstrahierendes Sprachgebilde mit einer zentralen, ja, ich würde was sagen, verrückten Wahnsinnsidee. Auch dieser Lehrer erteilt ja Nebelunterricht. Und dann, es gibt einen Haufen Dinge, die mit einem normalen Schulbetrieb, weiß Gott, nichts zu tun haben. Und das ist schon der ganze Burger. Und vielleicht in Schilten zum ersten Mal in seiner Laufbahn der ganze Burger, der unentwegt Partikel von Realität benutzt, und zwar recherchiert benutzt, und diese überführt in einen fiktiven Bereich. Das hat er ja selber, die Technik der schleifenden Schnitte,
genannt. Das heißt, der Versuch, Realität in eine Nicht-Realität oder Fiktion überzuführen, ohne dass der Leser es merkt. Der Leser tappt sozusagen von Falle zu Falle. Und das ist das Spannende. Und nicht das Dokumentarische über irgendein Ruhrtal im Kanton Aargau. Das heißt also, Schilten könnte überall sein? Schilten ist sicher in der Schweiz. Das ist ganz klar. Die ganze, sagen wir mal, das ganze ideologische Paket, die Stimmung, die Landschaft selbstverständlich, dann, was erwähnt wurde, die Verwendung von Ortsnamen, das alles lokalisiert, das ja sehr schweizerisch, aber das Aargau oder das Rudertal oder Schildwald, das ist, würde ich jetzt mal sagen, Metapher. Das kann anderswo in der Schweiz auch sein. Aber das heißt, es ist nicht eine Literatur aus einem Regionalismus herausgedacht, ein Das hat schon, Burger hat sich ja ganz bewusst in diese Entwicklung reingeschrieben oder hat angedockt an diese These von Paul Nison über den Diskursterrain und hat sich dezidiert dagegen gewandt. Er hat gesagt, das ist nicht mehr, was eben der Vorwurf war, dass in der Schweiz quasi nur Lokales und Lächerliches, Kleines produziert werden kann. Das sei nicht mehr diese Art von Heimatliteratur alter Provenienz, sondern dieser neue Regionalismus, zu dem er sich dann zählte, sei eben eine Literatur, die durchaus liebend, aber eben liebend kritisch mit dieser Heimat umgeht. Von daher hat das schon mit Regionalismus zu tun. Er hat sich auch selbst dezidiert eben dazu bekannt. Aber es ist innerhalb dieser regionalistischen Bewegung trotzdem etwas ganz Unikales, dass er da mit dieser schleifende Schnitte ist ja dann, was er ausführt, er nannte das die Verfremdung zur Kenntlichkeit, dass er eigentlich diese Unmerklichkeit des Übergangs zwischen Fakta und Ficta so clever macht, dass eben dann Leute, die nicht unbedingt jetzt Literaturwissenschaftler sind, müssen ja auch nicht alle sein, dann auf sowas reinfallen, in Anführungszeichen. Aber Sie haben jetzt angesprochen, der Aberwitz oder die Ironie, die darin steht, die hat auch ganz viel mit der Übertreibung zu tun. Und dass das ein Poetisierungsprozess ist. Absolut. Ich denke, er nimmt das Vorhandene, und das ist dann nicht nur geografisch, topografisch zu verstehen, obwohl sich das bis ins Spätwerk fortsetzt, sondern er nimmt das Vorhandene auch im Sinne von Wissen, vor allem dann selbstverständlich die Literatur als Fundus oder mehr als Fundus, als quasi als Atemluft sozusagen. Und das transponiert er in seine Art von Interesse und Problematik hinein. Es ist nicht unbedingt die Landschaft, die ihn interessiert, die benutzt er, sondern es ist sein Leiden dann oft oder seine Story, seine Figur, was ihn interessiert. Und darum hat man ja Burger in Deutschland sehr schnell nicht nur dank der Hilfe von Reich Ranicki zur Kenntnis genommen, sondern auch, weil er ein Schweizer Autor war, der weniger Schweizerisches hatte als andere. Obwohl er so, das ist ein Paradox, obwohl er so regional verhaftet ist. Würden Sie wahrscheinlich auch denken, Herr Zuschnitt? Ja, auf jeden Fall. Es hat diese Welthaltigkeit, die ja damals dann eben im Schwange war, dass das die Anforderung an eine Literatur wäre, die diesen Regionalismus widerläuft. Es hat natürlich parabelartige Züge, wenn man jetzt Schilten nimmt. Erst recht dann am Schluss in diesem Nachwort des Inspektors. Es wird ja diese Binnenperspektive dieses eben wahnwitzigen Schildknecht wird ja aufgesprengt am Schluss, indem nochmals dieser Inspektor eben leider über die Jahre nie gekommen ist, obwohl er darum gebeten wurde, zu diesem Fall Stellung bezieht. Und das, wenn der letzte Satz ist wirklich, das kippt dann in eine parabelartige Geschichte, dass einfach es darum geht, dass wenn wir einen Menschen eine Sekunde aus der Aufmerksamkeit entlassen, dass dieser Mensch in dieser Sekunde einfach zugrunde gehen kann. Und das widerspricht aber eigentlich den ganzen 20 Quartheften, die vorher geliefert wurden, fundamental, weil dort wird in einer radikalen, solipsistischen Weltsicht einfach dieses Warnsystem, dieses Armin Schildknecht alias Peter Stirner durchexerziert. Eben Nebelunterricht, Todeskunde, Nebeldiktat, Verschollenheitslehre, da sind Dinge drin, die erst am Schluss dann als Verschrobenheit dieses Erzählers sich
Und dieser Erzähler, dieser Schildknecht, als großer Einzelgänger, Außenseiterfigur, hat dann wieder eine Art von alter Ego-Funktion zu Burger. Und wenn man dann Burger und diesen Aargau, in dem er aufgewachsen ist, nimmt und spürt, wie sehr sich Leben und Werk miteinander verbinden, müssen wir vielleicht noch wirklich ein bisschen über die Biografie von Burger und die Herkunft von Burger sprechen. Darf ich noch eine Bemerkung machen zu dem gerade Gesagten? Sie sehen das klarer, was mit Burger speziell war in jener Zeit, wenn Sie bemerken, dass in der Burgerzeit, wenn man es so nennen, die Schweizer Dialektliteratur sehr stark war. Also Manni Matter als größte Figur dieser Zeit und als die am längsten überdauernde vielleicht, Berndeutsch, Ernst Burren, ein aargauisch Berndeutsch, jetzt da schwimme ich im Ernst Burren als Dialektautor. Mhm. Es war eine ganze Dialektwelle und diese Literatur ist natürlich an den Dialekt und also an das sogenannte Herkommen sehr gebunden. Und das ist bei Burger gerade nicht der Fall. Obwohl er über Seiten Dialektanalyse betreibt, dann auch in Schildern und das herleitet. Ja, das ist Spielmaterial. Genau. Aber eben, wer war Burger biografisch? Wer möchte anfangen? Wir haben es schon gehört, biografisch hat natürlich Dieter Bachmann Burger noch selbst erlebt, währenddem mein Wissen eins aus den Büchern ist. Aber zeitlich sind wir bei einer Geburt, die 1942 erfolgt ist, und gestorben ist er dann eben 89. Er hat eine Kindheit in Menziken verlebt, also im Aargau. Das ist, wenn wir schon über Schildwald respektive Schilden gesprochen haben, ein Nebental dieses Rudertals. Also Menziken jetzt. Er hat dann Germanistik studiert. Also zuerst war er in der Kantonsschule Aarau an einem mathematischen Profil, wo er die Matura gemacht hat. Dann hat er nach einem abgebrochenen Studium der Architektur Germanistik studiert und während diesem Studium eben schon mit Schreiben begonnen. Mhm. Und man kann vielleicht noch, weil das nicht ganz unwichtig ist, was die akademische Sozialisation bei ihm betrifft, ist, er war ein Schüler von Emil Steiger. Also er hat ganz stark auch diese latent nach rückwärts gerichtete Art von Philologie mitbekommen, als er da studiert hat in Zürich. Es war das 19. Jahrhundert, war dort ist das gelungen. Genau. Also quasi der Dichter ist zuerst ein Gelehrter. Ja, er ist ein... Und das ist der große Unterschied zu bereits genannten Namen und zu dem meisten, was damals an Schweizer Literatur da war. Man könnte sagen, Burger kommt nicht aus dem Aargau, sondern aus der Literatur. Und ich sage das so betont, weil wirklich der Lebensstoff bei Burger ist die Literatur und kommt aus der Literatur. Und bei ihm, das ist der klassische Fall, wie aus Literatur wieder Literatur wird. Und das ist natürlich nicht im geringsten eine Einschränkung oder schon gar nicht irgendwie eine qualitative Herabminderung, sondern das ist eine Tradition. Und in dieser Tradition, das ist das zweite Stichwort, was man vielleicht sagen müsste bei Hermann Burger, wer war er? Er war sich einer großen literarischen Tradition sehr wohl bewusst. Sie war sein Lebenselixier. Ich sage einen Namen, Thomas Mann, aber das könnte auch Musil sein. Es ist die Literatur des beginnenden 20. Jahrhunderts im Wesentlichen mit einem sehr wissenden Vermögen zurück bis Jakob Böhme oder was immer Sie wollen in der Literaturgeschichte. Tradition. Damit unterscheidet er sich von vielen. Er war aber schon ein Vertreter einer neuen Generation eigentlich, die wir heute als die jüngere Literatur betrachten. Er ist eigentlich ist auf einer Zwischenposition zwischen den um 1930 geborenen, ich sage jetzt mit großem Zeitunschärfe, Musch, Pixel, Steiner, Dickelmann, Lötscher, diese Generation und den Jüngeren. Da ist er ein Zwischenglied und zwar kein Glied, sondern ein Turm. Generationsmäßig hätte er ein 68er sein können. Er hätte fast definitionsgemäß in diese 68er-Bewegung gehört. Aber es ist so, das ist ein heikles Feld. Ja. Er hat ja auch einen Aufsatz darüber geschrieben, Schweizer Literatur nach 1968.
er hat sich darin schon bewusst positioniert und hat eigentlich immer für eine apolitische Haltung plädiert. Also er hat diese engagierte Literatur, die man mit dem Namen Sartre verbindet, hat er eigentlich für sich abgelehnt, weil er sagte, das ist ein Verrat an der Literatur selbst. Er dockt dann an Schreiben an, wie jetzt zum Beispiel Peter Handke, der ganz bewusst sagt, die Literatur ist romantisch. Oder ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms. Ich will mit Literatur nicht einem Zweck dienen, sondern der Zweck ist die Kunst selbst. Mhm. Und von daher ist das mit diesem 68, also mit dem politischen Engagement, der rund um diese politisierte Sphäre passiert ist, natürlich nicht kompatibel. Nichtsdestotrotz ist interessant, dass Burger schon mal ein Gedicht zum Beispiel geschrieben hat, das an alle Linksextremisten heißt und er aktiv gegen eigentlich dieser Form von DDR-Euphorie oder einfach Ost-Euphorie polemisiert hat. Das hat ihn dann auch böse Leserbriefe eingebracht, aber er hat doch Stellung bezogen zu diesem Thema, auch wenn das später wieder sich ausgeschlichen hat. Also er hat sich immer mehr dann wieder davon wegentwickelt und eigentlich ein Programm der radikalen Privatisierung durchgezogen. Es geht einfach, im Kern dieser Literatur sitzt dieses Ego und um das kreist alles. Und dieses Ego wächst literarisch und verwandelt sich auch literarisch über die Zeit der 70er und 80er Jahre. Das ist etwas, was mich ganz wichtig dünkt. Das ist immer so, dass man sagt, wie bei Kafka, ja, das ist ein Kafka, das ist ein Burger. Aber wenn man das nur die drei Romane jetzt mal nimmt, den Schild, den 76, sein Durchbruch, 4 Jahre daran gearbeitet, bis ins letzte Detail ausgeschliffen, durch 8 Fassungen durchgegangen, dann die künstliche Mutter 82, spricht schon eine ganz andere Sprache. All die Elemente, die Dieter Bachmann erwähnt hat, sind auch dort noch da. Es ist diese Bildungshuberei, diese Faktenhuberei. Und das wird aber in einen wilden Mix zusammengewürfelt. Das war vorher noch nicht da in der Schweizer Literatur. Und Brenner 89 ist dann noch einmal etwas anderes. Heimatwörter kehren zurück, es gibt Mundartausdrücke, das hat er vorher eigentlich nicht gemacht, abgesehen von ein paar Helvetismen. Also man kann nicht sagen, der Burger, aber es gibt natürlich diese Familienähnlichkeit innerhalb dieser Entwicklung, wo man schon... Das Gedicht, Simon, das Sie in die Gesamtausgabe aufgenommen haben und das ich zum ersten Mal gelesen habe... Übrigens kein gutes Gedicht. Nicht? Nein, man kann das in aber die Ecke von... Ja, es ist Anti-Ideologie, ja, Poesie, so irgend sowas. Aber interessant daran ist, dass es ihn natürlich abrückt von allen denen, die quasi im Kielwasser von Max Frisch selber und im Kielwasser von Max Frisch politisiert wurden. Ihr Stichwort war ja 68, ne? Die politisiert wurden und quasi sich links positioniert haben, gegen Establishment, Bürgertum etc. Und in diesem Gedicht sagt nun Burger, ihr seid die Bürgersöhnchen, die mit dem Geld eurer Eltern bequem protestieren geht. Also das ist eine ganz dezidierte eigentlich Abgrenzung oder Absage. Das wollte ich nur dazu fügen. Das Gedicht ist zwar nicht, ich finde es nicht toll, aber es ist interessant. Es ist etwas Ähnliches, wie was gesagt werden muss. Ja, so. Es hat diese Zeitanbindung, diesen Wutcharakter. Er hat das auf einer Lesung mit Klaus Merz zusammen und Hans Zinicker in Rheinach vorgetragen. Und das Aargauer Tagblatt ist dann aufgesprungen und hat gesagt, das publizieren wir doch jetzt. Das war eine lange Zeit vergessen. Es ist einfach, ich wollte jetzt nicht dieses Gedicht ins Zentrum von Burgers Werk stellen, sondern einfach damit zeigen, dass diese Auseinandersetzung sehr wohl stattfand und dass eben während ein Meinberg in Paris auf den Barrikaden ist, in Aarau selbst diese 68er-Bewegung auf eine ganz andere Art und Weise stattgefunden hat. Also ich merke, eine gute Frage gewesen um 68 herum, aber wenn wir jetzt noch einmal diese Dynamik, die Bewegung, die Kunst über alles nehmen, gibt es so 3 Begriffe bei Burger, die wir herausnehmen können. Das sind die sogenannten 3 hohen Cs bei ihm, also das Zimiterische, quasi der Friedhof, wir haben darüber geredet, bei Schilten schon, das Zigaristische, der Stumpenautor, das Rauchen, die aargauerische Stumpenwelt und das Zirzensische, der Zirkus, das Artistische. Und wenn wir jetzt das vielleicht mal ein bisschen in dieser 3-Folge durcharbeiten möchten,
Leben-Werk wieder das, also dieses Verschleifen von Realität in der Literatur im Zimeterischen. Da geht es natürlich dann auch um den, um den Künstler, den Literaten als Performer. Und auch hier haben wir einen kurzen Einspieler vom Mai 1983. Und schon kurbelte das rüstige Krankenfrauenzimmer die bleigrauen Rouleaus herunter. Nun war mein Sarg auch noch plombiert. Die Lok, es ist sie. Sie bahnt sich den Weg durch die Kanäle des Schwammes. Die elektrifizierte Rettung aus dem kochenden Dschungel. Halt auf dringendes Verlangen. Die Galionsamazone sprang von der Maschine. Sie trug einen Grubenhelm, sonst nichts. Hatte einen braunen, nussölglänzenden Körper, von Schweißperlen übersät. Na, wie geht's uns denn? Als Antwort zählte sie lispelnd mit, ganz auf das Handgelenk konzentriert. Sie erinnern mich jetzt an die Fiebergöttin. Oh ja, lachte sie, der Herr Dozent für alte und neue Innerlichkeit. Alles, was er aufschnappt, erinnert ihn an irgendetwas. Nur nicht an die Gegenwart, das Hier und Jetzt. Diese Sequenz hat schon etwas sehr Skurriles, nicht wahr? Oder auch wirklich morbid Skurriles, wie er sich da hinlegt in dieser Kur und quasi der Sarg zugemacht wird, wenn man weiß, wie er fantasiert hat über das lebendig begraben werden und so weiter. Und das in den 80er Jahren ist doch schon sehr erstaunlich. Ja, ich meine, es hat auch etwas Exhibitionistisches. Ja, natürlich. Nicht wahr? Und das ist vielleicht der Moment, wo man sagen kann, Hermann Burger ist vor keinem Effekt zurückgeschreckt. Das ist nämlich das Moderne an ihm. Das meinte ich vorhin. Da ist er schon an der Front. Er ist ja auch noch, er hat dann später ein Buch geschrieben, Schuss auf die Kanzel, als er aus der Kirchberger Pfarrei, Pfarrhaus vertrieben wurde. Und da war er sich nicht zu blöd, nach Frankfurt zu fahren, an die Buchmesse mit dem Sturmgewehr und auf einer Bühne liegen, laden zu üben oder vorzudemonstrieren. Um das Buch zu promoten. Also er war auch der Erste und vielleicht der Einzige, der einen Unternehmensberater, einen Imageberater, nämlich Herrn Stölker, engagiert hat, um zu wissen, wie kann er am besten nach außen wirken. Also das meine ich mit dem Exhibitionistischen, ein sehr hohes Bewusstsein davon, wie man mit seinem Werk nach außen gehen kann oder muss. Dazu gehörte übrigens auch Klagenfurt. Mhm. Aber noch einmal das Zimeterische. Also hier geht es ja auch um Sterben und wie immer bei ihm dann auch ums eigene Sterben. Ja, ich will vielleicht, dass man den Ausschnitt noch kontextualisiert. Mhm. Die Aufnahme wurde ja im Heilstollen in Bad Gastein gemacht. Das ist ein Therapiezentrum für Schmerzkranke, wo aufgrund von natürlicher Erdstrahlung diese Menschen aufgrund auch einer guten Gaszusammensetzung O3 Schmerzlinderung erfahren können. Und die Geschichte war damals die, ich komme gleich auf dieses Zimeterische, aber war die, dass Burger die Idee hatte für die künstliche Mutter. Und was hier vorgelesen wurde, ist ein Ausschnitt aus der künstlichen Mutter seines zweiten Romans. Eigentlich die Idee hatte, weil er eben eine schlechte Mutter hatte, dieser Protagonist, ich rede jetzt über die Literatur, eine künstliche Mutter zu suchen. Und er dachte, die finde ich im Herzen der Schweiz, nämlich in Gotthard. Und hat dann mit viel Freude diesen Plan, der ja eigentlich an die Frühromantik erinnert, dass man in einen Berg geht und dort eine Läuterung durchlebt, eine zweite Geburt durchlebt, hat er dann angegangen und seinem Therapeuten erzählt. Und dieser Therapeut hat gesagt, diesen Stollen gibt's. Und dann ist Burger dahin gefahren. Und so ist überhaupt dieses sensationelle Filmdokument zustande gekommen. Jetzt zum Zimeterischen. Das ist tatsächlich so, dass eigentlich dieses Sein zum Tode, er sprach dann später von einer Totologie, das heißt die absolute Vorherrschaft des Todes vor dem Leben, das durchzieht natürlich als Motivstrang sein ganzes Schaffen. Es kehrt nicht immer gleich wieder, jetzt was die formale Lösung dieses Problems angeht. Aber es ist eine Problemkonstante. Er hat oft diesen Begriff von Ingeborg Bachmann bemüht, wenn es darum ging, zu zeigen, wie sich etwas im Wechsel eben trotzdem erhält. Es war eine Problemkonstante, die ihn einfach umgetrieben hat, dass wir mitten im Leben vom Tod umfangen sind.
dies gehört habend, würde ich jetzt auch im Hinblick auf Ihre Arbeit, Simon Zumsteck, auf diese Gesamtausgabe, auf etwas kommen, was als Nebenwerk eigentlich eher fungiert, nämlich die Kirchberger Idyllen. Das sind, ich weiß, es ist in 4 Duodez-Heften geortet, ich weiß nicht genau, wie viele Gedichte es sind, in ganz klassischer Manier. Es sind Distichen, es ist Hexameter und Pentameter. Und das alles aus dem Umkreis des Friedhofs, des real existierenden Friedhofs nämlich, neben dem er im Kirchberge, dem erwähnten Pfarrhaus, gewohnt hat. Und ich habe das jetzt zum Beispiel vor dieser Sendung noch einmal gelesen. Sie haben mir damals schon sehr viel Eindruck gemacht. Ich finde das für mich persönlich jetzt einen Höhepunkt im Burgerschen Schaffen, diese komisch altmodischen, altväterischen, selbstverständlich auf andere Autoren wie Mörike Bezug nehmenden längeren und langen Gedichte, weil hier für einmal die Balance zwischen Leben und Sterben in einer viel entspannteren Art und Weise formuliert wird als in allen anderen Büchern, wo er ja immer wahnsinnig getrieben ist von dieser Tautologie. Also das ist ja, das sitzt ihm im Nacken und treibt ihn. Und hier ist es quasi wie eine, das Wort bukolisch ist nicht richtig, aber eine überlegene und überlegte Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass man halt sterben muss. Etwas vom Schönsten in diesen Gedichten ist die Begegnung mit dem Totengräber Zwiegard, mit dem er da in einem Keller sitzt im Winter, wenn es nicht so viel zu tun gibt, offenbar, und bei Spaten und Schaufel, dem Werkzeug des Totengräbers, über den Tod redet und die beiden auch einen kräftigen Küttiger Schnaps nehmen. Das hat dort eine Atmosphäre, die auch Garten ist. Ich denke nur an die Sophoren, zwei wunderbare exotische Bäume, die Eingangstür flankieren oder ein Tor bilden. Das alles hat dort eine einmalig austarierte, ausgewogene Stimmung. Ich finde das ein Meisterwerk. Das würde ich jederzeit unterstreichen oder unterschreiben. Aber diese Harmonie oder diese Balance, das ist ja eher dann doch selten. Wir haben auch einen Ausschnitt, wo Burger über den Suizid spricht, und das ist dann alles andere als so ausbalanciert. Das möchten wir uns auch kurz anschauen. Mich beschäftigt eine existenzielle Grundtatsache, dass wir zu den beiden Fixpunkten unserer Existenz, zur Geburt und zum Tod, nichts zu sagen und nichts beizutragen haben. Und der Selbstmörder ist einer, der, wie Ameri sagt, wenn das Haus fertig ist, stürzt es eh ein, der diesen Einsturz vorwegnimmt, der wenigstens im Todesgeschehen seine Handschrift verleihen will. Er erlebt ja einen dreifachen Tod. Er mordet, er wird ermordet und er stirbt. Das ist von mir aus gesehen revolutionär. Das ist ein Gedanke, den auch E.M. Cioran ausgedrückt hat. Also dieser revolutionäre Gedanken, selbst einzugreifen und das quasi in dieser dreifachen Aktion zu durchziehen, der Selbstmord als Kunstwerk. Er nennt das auch ganz explizit so in dieser Schrift Tractatus Logico Suicidalis. Also das ist das Opus Magnum eigentlich, ist der Selbstmord. Wenn man hört, welche Zeugen er aufruft, das wurde ihm damals nicht nur auf der positiven Seite verrechnet, dass natürlich Cioran oder Ameri vor allem eine ganz andere Vita hatten, die diese Idee des Hand-an-sich-Legens, oder dass das eben eigentlich die höchste Form der Freiheit ist, auf eine andere Weise eine Rolle spielte in diesen Biografien als jetzt bei Hermann Burger. Mhm. Aber grundsätzlich ist es vor allem gegen Lebensende, als diese Krankheit mit immer schnelleren Turnus wiederkehrte, natürlich das zentrale Thema. Es verschiebt sich dann Jahr vor seinem Selbstmord. Ja. Also zwischen dem zitierten Ameri und Cioran ist natürlich ein sehr großer Unterschied. Ameri, der den Freitod wählt, und Cioran, der darüber nachdenkt und, ich will es übertrieben sagen, nicht im Traum daran denkt, sich umzubringen, sondern ziemlich alt wird und eines natürlichen Todes stirbt. Trotzdem ist das Stichwort Sion ein sehr gutes Stichwort, weil beide quasi
an der letztlichen Sinnlosigkeit, schwieriges Wort, der Existenz sich abarbeiten. Schreckliches Wort, abarbeiten. Von Cioran der berühmte Satz, exister, c'est bricoler dans l'incurable. Also Leben, existieren heißt am Unheilbaren basteln. Mhm. Das hätte Hermann Burger genauso gesagt haben können. Und insofern ist Cioran ein wichtiges Stichwort. Mich wundert übrigens, dass er ihn gelesen hat. Cioran war damals noch gar nicht so bekannt, schon keineswegs etabliert wie jetzt, wenigstens in Frankreich. Also er hatte seine Verwandten. Ja. Mhm. Aber hier einfach so nur ergänzend biografisch, er hat ihn eben mal persönlich getroffen in Solio. Also er wurde dann aufmerksam auf diese Schriften, Verfehlte Schöpfung oder eben die Lehre vom Zerfall. Burger hat das aktiv rezipiert und dementsprechend dann eben auch verarbeitet in seinem Traktatus. Die nochmals diese manischen Redefiguren, diese perfekte Beherrschung der Sprache, sich in der Sprache zu verlieren, all das, was Burger ausmacht, hat das etwas zu tun, dass das quasi mit der Sprache gegen eine Art von Lebensdefizit und Todesnähe anzuschreiben? Also erstens muss man sagen, dass Hermann Burger wirklich krank war. Und er war, was man so nennt, manisch-depressiv, heute heißt das bipolar, und ist eigentlich nie hinreichend beschrieben. Und diese Krankheit hatte die Wirkung, dass er phasenweise eine Hyperproduktion hatte und lange Phasen wirklich und wörtlich danieder lag und zu keinem Wort fähig war. Diesen Tatbestand beschreibt er ja auch in dieser wunderbaren großen Erzählung Blankenburg, wo es um einen Mann geht, der die Fähigkeit des Lesens verloren hat. Jetzt für jemanden, der aus der Literatur lebt, für den die Literatur der Universalkosmos und Balsam ist, aus dem er sich ernährt, ist das nicht mehr lesen können eine Katastrophe. Das sind Briefe an eine fiktive Fürstin in Blankenburg. Das dürfte man sich bei Zweisimmen in der Nähe vorstellen, die im Schloss wohnt und über eine hervorragende Bibliothek und Privatsekretär und Diener etc. verfügt. Und das ist die Geschichte eines langsamen Genesungsprozesses. Und am Ende gibt es ein Postskriptum, und das scheint mir jetzt, um auf die Krankheit zurückzukommen, die Schilderung eines Erholungs- und Heilungsmomentes zu sein. Gibt es eine etwa 8- bis 10-seitige Schilderung eines Spaziergangs aus seiner Behausung, aus seiner Liege, auf der er Monate verbracht hat, hinaus auf das sogenannte Ebnet. Und nun haben wir wieder einen schleifenden Schnitt. Dieses Ebnet gibt es. Das ist nämlich eine Hochebene von Wald umgeben, eine Wiese, eine Hochwiese in der Nähe von Schloss Bruneck, wo er ja im Pächterhaus gewohnt hat. Und dieser Spaziergang ist etwas vom Schönsten, das ich von ihm kenne, diese 8 Seiten, weil es wirklich die Prosa plötzlich ganz anders atmet als je zuvor und das wie in einen Stein vom Herzen herunterkollert und plötzlich Luft wieder geholt und getankt werden kann. Also, damit will ich sagen, das spiegelt sich dann auch in der Prosa, aber Hermann Burger war krank und er musste diese Monate, die er hatte, wo er produktiv sein konnte, wirklich benutzen und nutzen. Und das ist vielleicht auch ein Grund dieser, in meinen Augen, gegen den Brenner hin, gegen die letzten Bücher hin, zunehmenden Atemlosigkeit. Ja, das hat sich einfach, diese Bipolarität ist in immer schnelleren Runden wiedergekommen. Und das hat ihn dann dementsprechend verunmöglicht, überhaupt noch, was er bei Schilden noch konnte, 4 Jahre ganz sorgfältig an etwas zu arbeiten. Und er thematisiert das dann natürlich, weil er eine selbstreflexive Literatur geschrieben hat, immer auch selber im Text, dass jetzt eben dass kein Text mehr sei, der durch die Esse der Selbstkritik gegangen sei, sondern eine, die von einem Menschen stammt, der keine Zeit mehr hat, der weiß, dass bald seine Stunde schlägt. Aber das stimmt, vor allem diese 2 Beobachtungen jetzt zu den Kirchberger Idyllen und dieses Postskriptum in Blankenburg. Es gibt eben bei Burger diese federleichten Momente, die,
die sind einfach auch da. Man darf sich jetzt nicht aufgrund von Schildern oder von anderen hemmenden Texten, die wirklich einzelne Themen durchexerzieren und nicht zur Ruhe kommen, irgendwie dazu verleiten lassen, dass nicht auch eine ganz andere Sprache auftaucht zwischendurch in diesen Texten. Das ist in dieser Vollendung der Idylle, die ja damals eine völlig untypische Gattung war. Niemand hat, sowohl das Metrum hat niemand mehr bedient, als auch die Gattung Idylle hat niemand mehr bedient. Und das kommt in einer Leichtigkeit und einer Heiterkeit eigentlich daher, die sich eben auch in diesem Postskriptum dann als Gesundungsprozess, man nach 7 langen Briefen da niederliegen, eingebettet in dieses verschwitzte Bett, kommt er raus und die Brust öffnet sich und er sieht wieder, was die Natur eigentlich alles zu bieten hat. Das sind wunderbare Passagen. Der Heilungsprozess, wenn Sie das ansprechen, der Moment seines Freitodes hat ja alle doch überrascht, auch wenn man von dieser Krankheit wusste und das Leiden kannte. Er hat gerade seinen ersten Teil des Brenner-Romans veröffentlicht und Marcel Reicher-Nitzky, Sie haben es erwähnt, sein Mentor war ja auch völlig überrascht von diesem, vom Zeitpunkt. Man sagt, in diesem Moment bringt man sich nicht um. Ja, wissen Sie, vielleicht fast jedermann, ich werde das nie vergessen, man saß dann zur Abdankung in dem kleinen Kirchlein von Bruneck und das kleine Kirche war voll, ich saß ein bisschen weiter hinten und ich habe wirklich jeden Augenblick darauf gewartet, dass die Tür knarrend aufgeht und Hermann Burger erscheint, weil das ist vielleicht von mir sehr naiv, gerade weil er vorher so viel davon gesprochen hatte, sich auch übrigens schon auch nach Hilfe umgesehen hat. Ob die tauglich war, ist eine andere Frage, aber hat sich oft und öfter und immer öfter eingeliefert. Er war in Königsfelden, er hatte psychiatrische Hilfe, psychologische Hilfe, er war in Basel bei einem bekannten Psychiater. Gerade weil er das alles getan hat, hat man natürlich nicht daran gedacht, er tut es wirklich. Und es gibt ja auch immer noch die Leseart, es war nur eine Überdosis ohne die Absicht. Aber das wollen wir vielleicht lieber dahingestellt lassen. Ich möchte zum zweiten hohen C kommen, dem Zigaristischen. Und hier spielt eine Figur, und das ist für Menschen, die nicht so bekannt sind mit Hermann Burger, überraschend. Hier taucht der Altbundesrat Kaspar Villiger auf, der lange, lange bevor er Bundesrat war und Stumpenfabrikant, ein Schulfreund und Freund von Hermann Burger war. Er hat ein Nachwort geschrieben in der neuen Werkausgabe. Und was hat es mit dieser Freundschaft zwischen Kaspar Villiger und Hermann Burger auf sich? Ja, das war wirklich eine, also die ist in der Kantonsschule in Aarau entstanden. Villiger ist ja leicht älter als Burger, also Burger hat ihn eigentlich als väterlichen Freund zuerst, er hat aufgeblickt zu Kaspar Villiger und hat dann aber ziemlich schnell haben sie damit begonnen, so nach 20 offenbar literarische Versuche auch auszutauschen. Und sie haben zusammen an der ETH Zürich bei Karl Schmid Vorlesungen besucht, haben Neuerscheinungen besprochen, sind zusammen in diesem Jazzclub in Zürich gewesen, dem Afrikaner, das damals eine Hochburg war, weil zum Beispiel Dollar Brand regelmäßig dort aufgespielt hat. Also das war eine ganz intensive Zeit, vor allem zwischen 62 und 69, kann man sagen, wo beide noch in der Studiumszeit waren und diese eben Gemeinsamkeit der absoluten Begeisterung für die Literatur hatten. Und die Zigarren. Ich meine, ja, aber beide, das ist ja eben, wenn es jetzt um das C des Zigaristischen geht, interessant, dass Burger zwar tatsächlich, weil er Menziken, dieses Tal ist einfach ein Stumpental. Es hat dort mehrere Fabriken gegeben, die gibt es heute nicht mehr. Diese Tabakindustrie ist der Globalisierung quasi zum Opfer gefallen. Aber er hat das ganze Leben intensiv geraucht. Aber wirklich zum literarischen Thema gemacht wird es erst ab 86. Also in Blankenburg kommt es das erste Mal so vor, dass dieser Held eben auch ein Raucher sein muss. Moment, ich meine, das Biografische, sowohl Villiger wie Burger, kommen aus einer Zigarrenfamilie, oder irre ich mich da? Das eben nicht, das ist auch wieder eine Verfremdung zur Kenntlichkeit. Burger hat nie ein Veto eingelegt, wenn er dieser Zigarrendynastie zugeordnet wurde. Fakt ist, sein Vater war Versicherungsinspektor, sein Großvater hatte eine Beiz, also die Waldeck. In Menzingen gibt es heute noch. Der hat das aber natürlich bewusst so hingenommen, dass, weil es eine Tabakfirma Burger gibt, er aus dieser Dynastie stammen sollte. Dieser Brenner-Roman hat er Kaspar Villiger gewidmet.
Und Caspar Filger beschreibt auch, wie er ihn mit quasi auf Recherche genommen hat, als er Chef der Filger-Firma war. Und er schreibt etwas sehr Interessantes, dann plötzlich auch, dass sie lange Gespräche nicht nur über Literatur und Jazz geführt haben, sondern auch über Politik. Und da gibt es einen Hinweis, das möchte ich kurz vorlesen, von Caspar Filger. Mit einer gewissen Begeisterung entwickelte er Ideen, wie er mich sozusagen als Hofnarr und intellektueller Sparringspartner bei meiner Regierungstätigkeit begleiten könnte, also als dann Filger Bundesrat wurde. Wie dies bei Peter Bixel mit Bundesrat Willy Richard getan hatte. Das wäre für mich auch durchaus vorstellbar gewesen. Dann begann ich meine neue Arbeit als Bundesrat in Bern, wurde von der ersten Sekunde an von der politischen und medialen Hektik verschlungen und verlor während einiger Wochen den Kontakt zu ihm. Und dann tat er es. Also dann hat er sich das Leben genommen. Also es hätte eine Sparringpartnerschaft entstehen können zwischen Bundesrat Filiger und einem Hofnarren Hermann Burger. Oder eben einem Redeschreiber, das, was Bixel für Richard gemacht hat. Meinberg hat das auch schon fast vorausgeahnt und gesagt, die Möglichkeit, dass Burger dann der Bixel von Filiger wird, ist für mich eine dubiose Möglichkeit. Aber natürlich, das stand damals durchaus. Und dann wäre er doch in der Politik gelandet. Ja, einfach undercover. Oder die Politik in der Literatur. In der Literatur. Mhm. Ein letztes C ist das Zirzensische, also das Artistische, der Zirkus. Der Zauberer Diabelli ist so ein Motiv. Wie Sie das auch gesagt haben, immer wenn Burger etwas angefasst hat, wurde er zum Spezialisten dieses Gebiets. Burger wurde selbst zum Zauberer. Und auch hier haben wir von 1979 einen Einspieler. Artistik ist die Möglichkeit, etwas Dunkles hell zu machen, etwas Stumpfes farbig erscheinen zu lassen, Licht zu bringen in das Dunkel unserer Existenz, Feuerwerke abknattern zu lassen, sprachlich. Er fordert vom Leser die Aufmerksamkeit, im Satz versteckte Mehrfachbedeutungen zu entziffern, wie in einem Vexierbild. Das Vexierbild hat mit dem Labyrinthbegriff etwas zu tun. Eine Sprache kann wie ein Labyrinth so eng verschlungen sein, dass man sich der Leser mit einem Ariadnefaden hindurchfinden muss. Der Betrachter von Vexierbildern lernt ja diese Bilder deshalb so genau kennen, weil er auf einen bestimmten Punkt aus ist. Wo versteckt sich der Gast? Wo versteckt sich der Schäferin? Das zwingt ihn, die Büsche, die Konturen so anzuschauen, wie er es sonst nicht hätte. Und das ist auch der Fall in der Literatur. Der Zauberer Burger vertraut der Magie der Sprache. Magie ist begleitet von einem verbalen Vortrag, der das Gegenteil dessen erzählt, was passiert. Sprachmagie dient der Evokation dessen, was man anders nicht formulieren kann. Also der Zauberer weiß um die schwache Stelle und redet darum herum. Der Schriftsteller weiß nur, dass etwas los ist, weiß nicht genau, was los ist und redet auch darum herum. Diabelli hier, in auch wieder in seiner ironischen Brechung, habe ich den Eindruck, der Zaubertrick ist ja ein bisschen, soll ich sagen, jetzt nicht die große Kunst, oder? Er hat sich also natürlich sehr Mühe gegeben, hat Kurse genommen und hat es bis zu einer gewissen Fähigkeit oder Perfektion schon gebracht. Mir ist allerdings auch unvergesslich, dass er mal vor Journalistenschülern damals gezaubert hat. Ich war dabei und dann die drei Ringe, die man wie im Nu auseinander macht und sie fallen ihm klirrend unter den Tisch. Und damals habe ich gedacht, naja, Hermann, deine Künste sind auch ein bisschen fadenscheinig, nicht? Also so gut geht es jetzt wirklich noch nicht, bis ich erst viel später, eigentlich erst als ich jetzt dieses Nachwort für Künstliche Mutter schreiben durfte, darauf gekommen bin, der hat natürlich getrickt, das Misslingen gehört natürlich auch zur Zauberei, weil sie während des Misslingens den nächsten Trick vorbereiten. Genau. Und wenn Sie nach den Zirzensischen fragen und vorher in diesem Film, in dieser Filmeinspielung viel von Sprache die Rede war, das ist natürlich der Punkt, wo Sie diese beiden Dinge berühren. Also auch diese, aber das quasi
Kunst, also jetzt das Artistische, Zirzensische, ist eigentlich ein permanentes Training, bis der Körper das automatisch ausführt. Also die, er schreibt, das ist Knochenarbeit, Zauberer zu sein, oder? Und beschreibt das in Diabelli ausgezeichnet. Und dass man sich dann als Sprachkünstler quasi auch in diesem Labyrinth, oder so wie er das beschreibt, dann auch wieder verliert, weil die Sinnlosigkeit sich irgendwann mal in diesem Tun oder die einstellt. Was mir gefallen hat in Schilten, wie er sagt, wenn man 100-mal das Wort Brunnen sagt, verliert sich irgendwann beim 98. Mal der völlige Sinn. Und dann tut sich wieder etwas auf. Also das ist zirzensisch. Ja, man kann das auch, was jetzt den Übungscharakter anbelangt, dass hinter dieser scheinbaren Eleganz und Leichtigkeit eben ganz harte Arbeit steckt, kann man mit dieser Entnamsung und Benamsungstheorie, genau, die er da in Schilten mit seinen Schülern durchführt, auch in Zusammenhang bringen. Dort ist ja einfach sein sprachkritisches Argument oder dieses Schildknechtsargument, dass eben die Zeichen eigentlich nicht das bedeuten, was sie von Natur aus, also sie sind nicht von Natur aus gegeben, sie sind eben Zeichen. Es ist konventionell festgelegt, es ist willkürlich, dass der Brunnen Brunnen heißt. Mhm. Und dieses sprachkritische, abgesehen davon, dass es damals en vogue war, man hat natürlich, es hat einfach dazugehört, dass man diese sprachkritische Schiene in die Texte reinnimmt, hat er immer wieder um diese Problematik, dass die Sprache nicht an den Gegenstand gebunden ist, dass Wort und Ding zwei Paar Schuhe sind, um die ist er immer wieder gekreist, dass er quasi eigentlich ein früher Text heißt, ich will Pfarrer werden, dass eben das Wort Gottes oder das Wort, das rückgebunden ist an die Sache, ein anderes Wort ist als das Wort des Zauberers, der Hüllen, Worthüllen quasi benutzt. Der etwas vortäuscht, natürlich. Mhm. Ich würde in unsere Schlussrunde kommen und fragen, sein Werk in 8 Bänden ist jetzt erschienen. Sie haben als Herausgeber lange daran gearbeitet. Es ist etwas abgeschlossen. Es ist wie ein sehr wichtiger Punkt jetzt. Einerseits könnte es zu einer Renaissance von Burger führen. Es könnte aber auch so etwas sein, das haben Sie, glaube ich, einmal gesagt, Gesamtausgaben sind immer so etwas wie ein Grabstein. Nicht immer, aber sie können es sein. Ich dachte dabei an diese hochverdiente Spitteler-Ausgabe des Bundes in XY-Bänden, die unseren einzigen Nobelpreisträger Spitteler, glaube ich, endgültig beerdigt oder begraben oder sein Grab beschwert hat. Aber das ist eine sehr interessante Frage. Vermutlich geht es um vieles, auch um das Maß. Und diese Ausgabe heißt ja, Simon, Werkausgabe, nicht wahr? Und nicht Gesamtausgabe oder auch nicht sämtliche Werke, Werkausgabe. Da ging es doch wohl darum, ein Maß zu finden für die Burgerverträglichkeit einer zukünftigen Leserschaft. Oder wie haben Sie das gemacht? Ja, einerseits ging es um das Maß für die zukünftige Burgerleserschaft, andererseits natürlich aber um ganz ökonomische Angelegenheiten. Wenn wir jetzt, was ein Punkt, der fast nicht zur Sprache gekommen ist, dass Burger lebenslang eigentlich nach dem Studium ein Kulturjournalist war. Er hat beim Aargauer Tagblatt gearbeitet, er hat für verschiedene andere Blätter geschrieben. Das heißt, es gibt von ihm ein ungeheures Werk an literaturkritischen und derartigen Reportagen. Die sind jetzt in dieser Ausgabe nicht drin, so viel kann ich oder muss ich schon mal verraten, sondern wir haben uns dann auch dafür entschieden, dass wir eben die Bände nehmen, in denen Burger selbst damals, er hat das zweimal gemacht, ausgewählt hat, aus seinem Schaffen, aus seinem literaturkritischen und essayistischen Schaffen. Es gibt den Band «Ein Mann aus Wörtern», den Titel hat der Herrn Bachmann geklaut, und es gibt den Titel als Autor auf Stör, und die sind jetzt in dieser Ausgabe vorhanden, weil wir eben mit dieser Exemplarität dann auch arbeiten wollten. Dass wir also sagen, das heißt, es ist interessant und notwendig zu wissen, dass zum Gesamtpaket Burger dieser journalistische Ader gehört. Das ist eben nicht nur eine Ader, sondern ein Standbein fast seiner Art zu schreiben. Aber dass wir unmöglich integral, es sei denn, irgendjemand will es da draußen nochmals anfassen, aber integral diese Artikel zur Verfügung das heißt, stellen. Burger wird weiter veröffentlichen. Es wird Neues geben in Zukunft von Hermann Burger. Ja, das ist natürlich anderen Menschen überlassen, was sie da machen wollen. Es gibt natürlich schon zu erwähnen, weil dieser Nachlass im Schweizerischen Literaturarchiv liegt und
das ein ziemlich großer Nachlass ist. Es sind rund 250 Schachteln Material, die da in diesem Magazin liegen. Gibt es natürlich auch etliche Dinge, die eben das Prinzip der Leseausgabe, die wir jetzt gemacht haben, heißt zu Lebzeiten, nicht befolgen. Aber das Wesentliche ist doch, dass wir das jetzt haben, was wir haben. Nicht das Zukünftige, sondern dass der Versuch da ist, Burger, der es verdient hat, noch einmal so vollständig herzustellen. Ja, und in einer lesefreundlichen Art und Weise herzustellen. Er ist nicht diese Grabmetapher, die man durchaus immer wieder hört, also eben ein Gesamtwerk ist quasi der Grabstein des Dichters, die dann natürlich, wenn sie beschwert ist mit ganz viel philologischem Material, tatsächlich für die allgemeine Leserschaft abschreckend ist. Mhm. Und diese Ausgabe, die jetzt gekommen ist, die ist eigentlich abgespeckt, was diesen Ballast, diesen philologischen Ballast anbelangt. Ich möchte ganz kurz zum Schluss, es wäre eine spiritistische Sitzung, Hermann Burger würde erscheinen. Was würden Sie ihm sagen, Herr Bachmann? Hermann, ich gratuliere, es ist super Nachruhm. Herr Zumstieg? Ja, auch. Ich habe Freude, dass das jetzt geklappt hat, so viele Jahre, 25 Jahre nach seinem Tod. Herr Bachmann, Herr Zumstieg, vielen Dank für das Gespräch. Wolfram Schöllkopf, Privatdozent für deutsche Literatur und Glaziologie an der Eidgenössischen Technischen Universität, leidet unter schmerzhafter Impotenz, die er als Unterleibsmigräne bezeichnet. Nach einer erfolglosen Stafette durch die Sprechzimmer der Schulmedizin inseriert er sein Leiden, das auf die Mutterentbehrung in der Kindheit zurückzuführen ist, in der Ärztezeitung. Er erhält ein Telegramm, ein Aufgebot von der Auerapplanalpschen Stollenklinik, die ihm die epochale Therapie der künstlichen Mutter empfiehlt. Zunächst wird er 4 Wochen in Göschenen festgehalten, weil der Platzkommandant der Festungstruppen nichts von einer unterirdischen Klinik wissen will. Doch dann greift Schöllkopf auf den Uniformtrick des Hauptmanns von Köpenick zurück und gelangt tatsächlich in den Stollen. Na endlich, Herr Dozent, hieß es Gang auf, Gang ab in den teils emailweiß, teils vaniliegelb gekachelten Tunnel der Auerapplanalpschen Stollenklinik. Mei, wir dachten schon, Sie seien irgendwo in der Schöllenen verschollen und wir müssten Sie per Rettungsflugwacht suchen lassen. Ihr habt aber auch komplizierte Berge, ihr Eidgenossen. Die österreichischen Alpen sind viel übersichtlicher gebaut. Wir kommen jetzt in den Therapiebereich, das heißt, es wird zunehmend wärmer.
Wir bitten Sie daher, das Sprechen einzustellen, da es Ihren Kreislauf sehr anstrengen wird. Bitte nicht mehr sprechen. Dankeschön. Station 1. Die Dame bitte rechts und die Herren da links bitte. Die Dame bitte dort hinüber. Die Herren da hinein bitte. Obwohl auch bis zu diesem Ende der Welt eine Sauerstoffleitung führte, glaubte ich auf der Stelle zu ersticken. Ich versuchte es mit dem autogenen Training, musste es aber bald wieder aufgeben, da es ein Unsinn war, sich in diesem tropischen Stalaktiten-Urwald einzureden, Körper warm, wärmer, ganz heiß. Als man im Krieg aus verständlichen Gründen Geld gebraucht hat, hat man versucht, den schon seit Jahrhunderten hier bestehenden Goldbergbau wieder zu reaktivieren. Es wurde daher im Jahre 1939-40 ein Stollen hier begonnen, der aber keine bedeutsamen Goldfunde erbrachte. Es war aber aufgefallen, dass in einem bestimmten Bereich des Berges eine deutlich erhöhte Luftfeuchtigkeit und Temperatur herrschte. Außerdem berichteten die beim Stollenvortrieb beschäftigten Bergleute davon, dass ihre rheumatischen Beschwerden während der Arbeit sich deutlich gebessert hatten oder verschwunden waren. Es wurde daraufhin von der Universität Innsbruck entsprechende Untersuchungen durchgeführt, die dem Heilstollen einen hohen Heilwert bescheinigten. Im Zusammenhang mit dem Buch ist vielleicht noch eines interessant. Es ist schon seit Jahrhunderten die anregende Wirkung der Gasteinerkur auf die Hormondrüsen bekannt. Es kamen schon früher Frauen mit Kinderwunsch zur Gasteinerkur und natürlich auch Männer mit den entsprechenden Ausfallserscheinungen. 1978 notierte ich unter dem Arbeitstitel »Die künstliche Mutter« die Stichworte Göschenen als Kurort, Gotthard Nordseite, dann eine Stollenbahn, die in einem Bettenzug die Patienten ins Erdinnere fährt, nämlich an die Tunnelbrust. Tunnelbrust ist ein Fachausdruck aus der Tunnelbaukunde, terrestrische Strahlen und so weiter. Ich hatte im Sinn, einen Patientenroman, eine Therapie, nicht eine Heilsgeschichte, wobei die Depressionen des Helden als Zentralmassiv, eben als Gotthard, vor ihm aufgebaut sind und dann durch die Stollenbahn aufgebrochen werden. Wie aber die Therapie im Einzelnen, im Innern des Berges funktionieren sollte, wusste ich nicht. Etwa ein Jahr später fuhr ich dann im Gespräch mit einem Arzt durch Zufall von dem Heilstollen in Böckstein, dass hier tatsächlich Patienten in Bettenzügen in einen heißen Berg eingefahren werden. Als ich 1981 zum ersten Mal hier aus gesundheitlichen Gründen meine Kur machte, kam ich dann allmählich auf die Idee, wie die künstliche Mutter wirken könnte. Nämlich nicht wie ursprünglich geplant, dass sich da irgendwelche Urweiber im Berginnern auf den Patienten stürzen, sondern dass einfach das Prinzip Wärme wirkt. Eine Schuhe und eine Handtuch, bitte schön. Dankeschön. Bitte sehr. Ach, wieder schauen. Wiedersehen, Herr Doktor. Meine Erzählmethode war ja schon im Roman Schilden die, dass das Reale und das Irreale ineinander verzahnt sind, sodass es zu einem Widerspiel von Realien und Irrealien kommt. Als ich hierher zur ersten Kur gefahren bin, habe ich den balneologischen, den medizinischen Betrieb erlebt
das Prozedere mit dem Mantel und Schlüssel fassen, das Einfahren, das Schwitzen, das Ausfahren. Ich habe von meinem Romankonzept mitgebracht, diese Stollenbahn im Gotthard, und nun musste hinzukommen, was nur die Fantasie leisten kann. Dieser Berg wurde ausgehöhlt und erweitert um Bereiche, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Dazu gehört zum Beispiel das Felsentheater, in das Schöllkopf hinuntergefahren wird und wo ihm die Szene aus Faust II, die Mütterszene, gespielt wird. Dazu gehört die erotische Therapie mit den Schwestern. Dies alles habe ich erfunden, quasi in den Fieberzuständen, die man erlebt in dieser Stollenhitze. Und schon kurbelte das rüstige Krankenfrauenzimmer die bleigrauen Rollos herunter. Nun war mein Sarg auch noch plombiert. Die Lok, es ist sie. Sie bahnt sich den Weg durch die Kanäle des Schwammes, die elektrifizierte Rettung aus dem kochenden Dschungel. Halt auf dringendes Verlangen. Die Galionsamazone sprang von der Maschine. Sie trug einen Grubenhelm, sonst nichts, hatte einen braunen, nussölglänzenden Körper von Schweißperlen übersät. Na, wie geht's uns denn? Als Antwort zählte sie lispelnd mit, ganz auf das Handgelenk konzentriert. Sie erinnern mich jetzt an die Fiebergöttin. Oh ja, lachte sie, der Herr Dozent für alte und neue Innerlichkeit. Alles, was er aufschnappt, erinnert ihn an irgendetwas, nur nicht an die Gegenwart, das Hier und Jetzt. Der Schriftsteller Hermann Burger weiß genau um die Bedeutung von Wörtern wie Illusion, Zauber, Vexierbild, Magie und Sprachmagie. Denn der Schriftsteller Hermann Burger ist gelernter Zauberer. So liest sich denn auch seine neueste Erzählung Blankenburg wie das heilungsversprechende Beschwörungsritual gegen die Unfähigkeit, lesen zu können. Ein auf Täuschungsmanöver versessener Baumeister baut da aus Wörtern labyrinthische Spracharchitektur von schillernder Verschlungenheit. Das Leseabenteuer ist es, sich zurechtzufinden im sprachlichen Illusionsraum, den Burger mit artistischer Virtuosität errichtet. Artistik ist etwas Wunderbares im Zirkus wie in der Literatur. Artistik ist die Möglichkeit, etwas Dunkles hell zu machen, etwas Stumpfes farbig erscheinen zu lassen, Licht zu bringen in das Dunkel unserer Existenz, Feuerwerke abknattern zu lassen, sprachlich. Er fordert vom Leser die Aufmerksamkeit, im Satz versteckte Mehrfachbedeutungen zu entziffern, wie in einem Vexierbild. Das Vexierbild hat mit dem Labyrinthbegriff etwas zu tun. Eine Sprache kann wie ein Labyrinth so eng verschlungen sein, dass man sich der Leser mit einem Ariadnefaden hindurchfinden muss. Der Betrachter von Vexierbildern lernt ja diese Bilder deshalb so genau kennen, weil er auf einen bestimmten Punkt aus ist. Wo versteckt sich der Gast? Wo versteckt sich der Schäferin? Das zwingt ihn, die Büsche, die Konturen so anzuschauen, wie er es sonst nicht hätte. Und das ist auch der Fall in der Literatur. Der Zauberer Burger vertraut der Magie der Sprache. Magie ist begleitet von einem verbalen Vortrag, der das Gegenteil dessen erzählt, was passiert. Sprachmagie dient der Evokation dessen, was man anders nicht formulieren kann. Also der Zauberer weiß um die schwache Stelle und redet darum herum. Der Schriftsteller weiß nur, dass etwas los ist, weiß nicht genau, was los ist und redet auch darum herum. Der Sprachmagier verwandelt eigene Erfahrung, eigene Umwelt auch, in Literatur. So wird vieles von Burgers Wohnsitz Schloss Bruneck zum Ort Blankenburg des neuen Buches. Die Erfahrung ist im Anfang eine amorphe Masse von Gefühlen, von Freuden, von Leiden, zu denen man keinen direkten Zugang hat. Und den schafft man sich dann,
indem man etwa konkret neue Wörter sucht für Dinge, für die es noch keine Wörter gibt. Ein ausufernder Wortschatz für eine persönliche Erfahrung. Vom Bett im Zimmer aus geht das Beschwörungsritual per Briefwechsel nach Blankenburg. Wie entstand diese Verbindung? Der Anlass war ein eher trauriger. Ich erlitt eine schwere Depression und lag ziemlich untätig und unlustig im Bett. Und da kam mir eine Postkarte ins Haus geflattert von einer Literaturkritikerin aus dem Berner Oberland, die in Blankenburg ein Haus besitzt, und darauf stand nur Gruß aus Blankenburg. Ich sah diese strahlende Gegenwelt zu meiner nebelhaften Welt hier. Ich sah, wenn Sie an die Vitrine denken oder an die Tablare hier und die ganzen Büchermassen unten in der Bibliothek, dass ich umstellt war sozusagen von der ganzen Weltliteratur, ohne sie konsumieren zu können. Das ist ja das Schlimme an der Depression, dass das Gelesene völlig durchfällt, wie durch ein löchriges Sieb. Lesen als Anschlusskabel an die Welt. Von seinem frühen Band Borg bis jetzt zu Blankenburg hat Burger, der Schreibende, stets auch das Lesen als Thema behandelt. Lesen heißt Teilhaben an Alternativenergien. Lesen heißt Illusionen erzeugen. Es trifft sich sehr eng mit der Zauberei. Ich kreiere ja, was ich in den Buchstaben aufnehme. Lesen heißt sich verwandeln. Lesen heißt als Schauspieler ein Stück weit Stechlin leben, Madame Bovary leben. Der Mann aus Wörtern. Im Buch Blankenburg schildert Burger den Verlust der Lesekraft mit einer überbordenden Sprachgewalt von artistischen Ausmaßen. Ja, ich gehe im Prinzip noch gleich vor, wie ich als Student vorgegangen bin. Als ich Sprache quasi gebüffelt habe, Sprache für sich, als ich noch nichts auszusagen hatte. Das heißt, ich lege einzelne Wortfelder an. Nicht? Mich interessiert im Zusammenhang mit Blankenburg zum Beispiel das Wortfeld Bücher, Bücherherstellung. Dann finde ich eben heraus, dass es eine Fibel gibt, wo alle diese Ausdrücke drin sind, dass eine Quetsche eine kleine Buchbinderei heißt, dass ein Krebs ein verbundenes Buch heißt. Und dort büffle ich buchstäblich Wörter, bevor ich meine Sachen gestalte. Aus solcher Art gebüffelten Wörtern erbaut der Architekt Burger weit verzweigte Labyrinthe, Bauten aus Sprache, die sich nicht jedem leicht erschließen. Was sagt Burger zum Leser, der solche Haltung elitär nennt? Ich würde ihm entgegnen, es ist nicht elitär, von etwas so begeistert zu sein, dass man es eben sehr hoch einstuft, nicht? Es ist nicht elitär, im Fußball etwas Adliges zu sehen, weil man eben so fußballbegeistert ist. Das würde ich ihm sagen. Der mit Zitaten, Fachwörtern, Wortspielen durchsetzte Text erfordert vom Leser eigentlich eingehende Kenntnis der Literaturgeschichte. Was aber ist mit dem Leser, der dieses reiche Vorauswissen nicht im Bildungssack mitträgt? Der ist mir fast lieber. Ich würde Ihre Definition anzweifeln. Man muss nicht wissen, was gemeint ist. Wenn der Satz fällt, o du sie an Lefkoyenwelle, dann muss man gerade nicht wissen, dass er von Ben ist. Das ist ja das Einmalige an Blankenburg, dass ein Zitat wie eine Blume im Garten erscheint. Deshalb sind diese Zitate auch ohne Anführungsstriche gesetzt, nicht? Er muss einfach die Atmosphäre von Literatur muss sich auf ihn übertragen, aber er muss nicht genau sagen können, das ist jetzt eine Paraphrase zu Rilke und das kommt aus dem Gespräch im Gebirg von Ceylan. Das muss er nicht. Wo so viel Erfahrenes, Gelesenes, Gesehenes zum Buch verarbeitet wird, da muss auch die nächste Umgebung dieses persönlichen Blankenburg Literatur werden. Ich trete durch das Rundbogentor mit dem Wappenschlussstein hinaus auf den blendend weißen Burgweg. Durch das äußere Tor, an dessen Sockel privat steht, gelange ich in den noch kahlen Kastanien- und Buchenhain der Lücke, dieser schrammen Klus, in der die gotischen Baumbesen eine kurze Allee bilden mit ihren zerklüfteten Malmkalk
und Dockerschräglagen, senkrechte Kletterfelsen, als ob die Auffaltungen der Gesteinsdecken hier im Querschnitt sichtbar wären. Der tägliche Ausflug ins Ebnet ist im Buch Literatur geworden. Beleg für die Verbindlichkeit der Orte, der Erlebnisse und der Erfahrungen. Beleg auch für Burgers eigenes Verhalten, für seine Existenz. So will ich auch heute, an diesem heißen Frühlingsanfang für die Dauer einer mittleren Zigarre, hier ruhen und sinnen, das Pneuma des Puro inhalieren und den Schlieren nachhängen, mich von der nussigen Würze des blauen Dunstes in gewesene Räume hinab und in künftige hinwegtragen lassen.